Ja, Freunde, ich glaube, der Quincy hat er beim letzten Mal ein bisschen falsch verstanden, weil anscheinend hat er dann den Verlierer rausgesucht. Jetzt haben wir ihm gesagt, er soll den Sieger bitte raussuchen, haben wieder ein bisschen Salami fertig gemacht und das wird gleich passiert. Außerdem habe ich hier außerdem noch das Fallout-Trikot an und wir sind ein bisschen gekleidet. Das kann vielleicht ein bisschen auch Glück bringen, ne? Aber Quincy ist schon ready. Der hat auf jeden Fall Bock. Der ist richtig bereit. Und was sagen Sie dazu? Ja. Also gesprächig wie immer. Ich würde sagen, wir platzieren die Salami-Stückchen auf die Teller. Da kommt natürlich, ne, Quincy, der hat schon die Salami-Stückchen im Blick, schaut schon hier hin. Und ich würde sagen, auf drei lassen wir den einfach runter und dann kann er loslaufen. Bist du bereit, Quincy? Da, guck mal, Quincy, da. Da ist es. Da musst du hin. Auf drei, warte. Noch nicht loslassen. 1, 2, 3. Ja, das ist ja ein Wahnsinnstipp, Quincy. Das ist ja, wenn er, oh mein Gott. Was heißt das jetzt, Quincy? Was wollen Sie uns damit mitteilen? Ist das ein Unentschieden? Ich würde das so als Unentschieden deuten, weil beim letzten Mal ist er, ja, da ist nichts mehr. Sie haben entschieden. Hallo. Nee, da gibt es nichts mehr. Ja, vielen Dank für den Tipp, lieber Quincy. Quincy sagt also unentschieden. Unentschieden zwischen Schweden und Deutschland. Und falls ihr irgendwie einen besseren Tipp habt oder andere Meinungen, gerne in die Kommentare damit. Vielen Dank nochmal an Quincy, vielen Dank an euch und seid nicht zu hart in den Kommentaren. Ne? Ist nur Spaß, bitte, Leute. Hier, das ist doch ein Profi. Aber ich würde sagen, der hat auch ein bisschen länger am Deutschland-Teller gerochen. Aber egal, unentschieden für Quincy. Was sagt ihr? Tschüss. Also nochmal kurz reingeworfen. Ja, Quincy, da ist nichts mehr. Jetzt hast du dich entschieden. Da ist nichts mehr. Komm mal her. Da ist nichts. Ja, ich würde das so deuten, Schweden geht in Führung und Deutschland gleicht dann aus und holt sich dann den Sieg. So sind wir doch alle eingestellt, oder? Wir holen uns Samstag einen Sieg und fertig. Schönen Tag noch und wie gesagt, Tipps in die Kommentare. Und bis bald. Quincy. Danke. Wo ist meins? Da, die Kugel.